Mein goldener Playbutton, meine Freunde. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit niemandem. Warum sage ich überhaupt zusammen mit irgendwem? Ich bin natürlich wieder hier alleine am Stüssel. Er nimmt auch mal schnell ein Video auf. Wie kam ich überhaupt darauf, dass ich zusammen mit was weiß ich sagen wollte? Ich habe ganze Zeit, es ist kurz vor 14 Uhr am Samstag, ich habe ganze Zeit im Kopf, dass gleich die wahrscheinlich geilste GTA-Folge online geht, die wir lange Zeit hatten. Und das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, deswegen habe ich das wahrscheinlich noch irgendwie inhaliert oder so. Hier sehen wir, ich wurde auf ein Event eingeladen, ich esse kurz was und dann gehe ich los, weil in der letzten Folge am Ende habe ich ja die 1 Million Abos erreicht und darum geht's wahrscheinlich bei dem Event, meine Freunde. Ich guck mal, ob ich da einen Vlog machen kann oder so, muss man mal sehen. Kommt meine Freundin nicht mit oder so? Was kann ich mir denn hier anziehen? Was hatten die für mich alles gekauft hier? Nehmen wir mal das. Die hat ja ein bisschen eingekauft aktuell. Elegante Schuhe, oder was? Ah ja, ja, hat die neue Brillen gekauft? Ich weiß es nicht. Okay, so gehen wir zum Event. Das passt schon, denke ich. Während er das Video fertig macht. Ich hoffe, bald kommen wieder neue PC-Teile, weil ich finde, wir haben ein bisschen wenig da an Sachen. Willkommen zur YouTube-Preisverleihung für die besten YouTuber. Bitte einen riesigen Applaus. Ja, ich habe 1 Million Abos. Nice, ne? Yeah, 1 Million Abos. Ich bin der Beste. Mein goldener Playbutton, meine Freunde. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißen wird. Mein goldener Playbutton. Das ist einfach so obvious immer bei YouTubers Live. Das ist meistens, also zu 90% ist es mega einfach, was man da nimmt. Und der Playbutton hängt jetzt auch. Und wir machen jetzt erstmal ein Video. Beziehungsweise gehen erstmal kurz einkaufen. Ich muss mal abwarten, wann jetzt hier wieder... Wir sitzen beide gleichzeitig am PC. Hat man auch noch nicht gesehen. Das Spiel habe ich schon. Das Spiel ist auf dem absteigenden Ast. Das Spiel vielleicht für Dall-PC. Dann legen wir uns ganz kurz hin. Essen eine Kleinigkeit, dann sollte das Spiel hoffentlich auch da sein. Hier ist es. Ah, ich habe... Oh, ja, ich habe gelesen, man soll öfter Unboxings machen, aber irgendwie habe ich das bisher immer verschlafen. Zeige das Ergebnis. Na, ist doch ganz ordentlich, ne? Der wird auch immer besser. Ist ja normal, der hat hier jetzt schon relativ gute Werte auch. Der darf dann Video aufnehmen mit dem neuen Spiel. Der macht ein Review. Und ich mach dann ebenfalls mit dem Spiel ein Gameplay. Welcher von beiden ist es jetzt? Ah ne, das bin ich. So, wir nehmen hier Begrüßung mit Nachahmung. Ernster Kommentar. Lustiger Kommentar. Falls bereits Challenges gestellt worden sind, mache ich die ab der nächsten Folge, weil ich nehme heute halt vor dem Release der Folge auf, also vor 18 Uhr. Und ich weiß noch gar nicht, ob Challenges gestellt worden sind oder nicht. Deswegen weiß ich noch nicht, was ihr so für Challenges in die Kommentare geschrieben habt. Deswegen kann ich halt noch keine nehmen, ne? Weil ich habe heute noch nichts gelesen. Also nicht wundern, falls heute keine Challenges kommen. Aber ich habe es einfach noch nicht gelesen, falls ihr einen Kommentar dazu geschrieben habt.
Kommt dann ab morgen, keine Sorge, das kommt. Alles ganz gemächlich. Wird schon schief gehen, sage ich immer. Einladung zu einer Veranstaltung. Hier gibt's wieder kein Cash. Also gehen wir nicht hin. Ne? Ganz einfache Regelung. Kein Cash in the Tash. Dann sieht man mich nicht. So einfach ist es, Freunde. Das. Haben wir zwei oben, eins unten, ja. Oh, ich würde so gern das noch mitnehmen. Egal, passt schon. Ein Renderpunkt übrig, Interesse 59 geht so, aber gab schon mal schlechtere. Natürlich. Hochladen. Was macht er hier die ganze Zeit? Hat wahrscheinlich auf das Spiel gewartet, ne? Ich kann das Profil ansehen, kann aber nichts machen. Ich bin zurück. Was machst du da? Was macht er da? Ich würde das echt gerne erfahren, aber keine Ahnung. Sieht nicht so aus, als würde es mir verraten. Ich guck mal, was ich hier einkaufen kann. Wir haben so viel Cash, ne? Ich muss doch irgendwas Sinnbefreites kaufen können damit. Was mir weiterhilft. Kann ich nicht hier unten. Standard-PC 500. Ich habe 1 Million Abos. Wie kann ich mir jetzt ein Netzwerk beitreten? Muss man hier irgendwo klicken? Nein. Hier. 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 Das ist mega verzogen. Ah, passt schon. Wann kommt ein Netzwerk auf mich zu? Kann die überhaupt für mich arbeiten? Nein, kann die nicht. Kann Nacho für mich arbeiten? Komm, wir chatten mal ein bisschen mit Nacho. Einfach was können. Der ist scheinbar komplett abgeschrieben. Wir brauchen, glaube ich, erst noch einen Mitarbeiter. Deswegen machen wir uns hier ein bisschen an Nacho ran. Damit das dann passt. Solange wie es irgendwie gut geht. Hier haben wir 580 mitgemacht. Und da haben wir das Cash auch bekommen. Wir müssen fast schon, wir brauchen echt irgendwie, wie kann man hier ausziehen? Wir nur mal gucken. Ja, der steht auch oben. Da unten ist die Tür. Kann man nicht irgendwie die Fläche ausblenden? Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen mal nach unten. Schieben ihn hier mal zur Seite. Dein Zuhause. Umziehen kann man noch nicht aktuell. Okay. Gehe nach oben. Und dann schlafen wir kurz. Dann essen wir was. Wo haben wir Nacho überhaupt jetzt? Dann chatten wir mit dem ein bisschen. Hat er jetzt das Chatten noch? Nein, hat er nicht. Und danach laden wir ihn ein. Na, jetzt erstmal chatten. Was ist mit Zachary los? Der läuft irgendwie gerade gar nicht rund. Finde ich. Was ist denn hier los? PC kaputt, alles tutti, alles tutti. Wahrscheinlich, weil wir zeitgleich das Spiel spielen wollten. Das war der Fehler. Aber ich kann ihn ja jetzt nicht feuern oder so. Ich muss ja jetzt quasi abwarten. Ich sollte mehr aufnehmen, wird mir gesagt. Aber das passt schon. Der ist ja eigentlich am Aufnehmen. So, laden wir Nacho mal nach Hause ein, würde ich sagen. Ah ja, nervt nicht.
Nacho kommt vorbei. Er ist sogar schon da. Wo ist er denn? Hier. Ich brauche ein besseres Verhältnis. Deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen reden. Das ist, glaube ich, immer besser als chatten. Finde ich zumindest. Reden. Er geht hier eiskalt auf meine Terrasse. Reden, reden, reden. Vielleicht nochmal reden, aber man kann immer nur vier nehmen. Man muss halt die Kontakte auflegen. Auch wenn es gerade kaum was bringt hier, ihr seht das. Man kommt kaum voran. Ich will jetzt auch nicht flirten oder so mit dem, deswegen mache ich das so. Ich brauche ein besseres Verhältnis, ne? Können wir ihm ja mal ein Geschenk machen, ne? Weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber passt schon. Ich will ihn ja nicht als Boyfriend, sag ich mal, sondern einfach so, dass er für mich arbeitet. Auch wenn ich nicht wusste, dass man dafür dick mit dem Chef sein muss, aber so ist es scheinbar. Was hat denn er für Statistiken? Oh, die Fähigkeiten sind ja mega gut. Sind die nicht sogar besser als meine? Tada! Kann ich gerade nicht gucken. Das Gute ist, wenn er dann einmal für einen arbeitet, bisher gibt's, glaube ich, kein Update, wo der dann kündigt oder so. Also ist dann alles tutti. Komm, Balken, du bist doch fast voll. Gibt's doch nicht. Nach einem Mitarbeiter einstellen. Da haben wir's doch. 1300. Okay, gute Mitarbeiter sind teuer, ne? So, dann kann der mal aufnehmen hier. Der darf natürlich das hier machen. An Arbeitsplatz 2. Welcher ist denn kaputt? Oben, der ist kaputt. Reparieren. Dann gehen wir mal hier hin und rüsten den mal auf. Einfach, wir haben das Geld übrig und können da alles kaufen, was wir wollen eigentlich für den PC. Schade, dass man immer erst die niedrigeren Teile nehmen muss hier, ihr seht das. Fünf Teile kann man immer gleichzeitig. Und dann nochmal drei. Dann müssen wir kurz warten, bis das alles ankam. Hier kommt schon das erste. Das neue Gehäuse. Irgendwas anderes Neues. Und noch was Neues. Oh, bleib doch oben. Noch was Neues. Können wir machen. Noch was Neues. Ist er schon fertig mit dem Ding hier? Zeige das Ergebnis. So schlecht! Ich dachte, der hat die Mega-Skills hier. Was ist denn los bei dem? Hat er keinen Bock oder was? Ich dachte echt, das wäre besser. Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Ich musste das Video verwerfen. Er hat auch gekündigt direkt. Was ist bei ihm verkehrt? Ich konnte das nicht hochladen.
Es ging einfach nicht. Jetzt habe ich wieder daneben geklickt und deswegen... Wie viele Pakete kommen denn hier gerade? So, gehe nach oben. Kurz was essen und dann kann ich das Duel machen. Ich musste das Video gerade wegschmeißen, aber er hat es trotzdem hochgeladen. Was ist das jetzt? Ich weiß es nicht, ja. So, neuestes Spiel. Machen wir ein Duel natürlich. Zack. Video starten. Arbeitsplatz 1. Fortsetzen. Nacho kündigt einfach. Ich fasse das immer noch nicht ganz. Aber okay. So soll es halt dann sein, ne? Oh Mann, ey. Hier ist nichts dabei. 4-4 bringt 9, 8 oder 7. Machen wir das, passt schon. Machen wir das. Oh fuck, aber doppelt, passt schon. Lustiger Kommentar. Muss man immer so ein bisschen gucken. Ich bin echt gespannt, was euch so für Challenges einfallen. Deswegen, falls ihr noch nicht getan habt, schreibt gerne nochmal ein paar in die Kommentare. So, was man hier für Herausforderungen so machen kann. Dieses Level ist so schwer. Guru-Vorschlag. Bringt 12 immerhin. Ernster Kommentar. Mörderischer Blick. Das zieht immer. Philosophischer Kommentar. Jetzt haben wir kaum noch Punkte. Aber wir haben für Ratschlag noch genug Punkte. Und dann am Ende auch für eine Verabschiedung. Übergang ins Schwarze. Passt alles perfekt. Vor dem 19. März muss das online gehen. Das kriegen wir auch locker hin. Locker floggig. Wo hatten wir es dann, was ich gesucht habe? Hier. Und rendern. Sie ist zurück vom Shoppen. Neuer Rekord bei Nachbearbeitung. Nice, Interesse ist auch riesig an dem Ding. Ihr seht, das Duel bringt scheinbar mehr. Da müssen wir mal ein paar mehr von machen wahrscheinlich. Nach dem Schlafen lade ich nochmal Nacho ein. Ich will ihn noch als Mitarbeiter, also... So, dann gehen wir mal runter zu Nacho, der ist wahrscheinlich unten. Zachary kann ich immer noch nichts machen. Ich hoffe, dass das... Hallo, gehe nach unten. Dass das danach besser wird. So, machen wir ihn mal wieder so, dass wir ihn einstellen können. Kann ja nicht sein, dass der einfach kündigt. Das geht so nicht, Freunde. Mitarbeiter einstellen. Kurz was essen. Und dann nehmen wir mit ihm ein Duel auf, würde ich sagen. Ausgeschlafen sind wir, ne? Hallo, ich habe nach oben gedrückt. Aber er ist nach oben gegangen, nicht ich. Das war echt komisch. Jetzt geht er wieder runter, während wir was essen. Der steht hier immer noch so rum. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. So, ein Gemeinschaftsprojekt. Nehmen wir doch mal hier das neue Spiel. Sexy irgendwas. Nochmals Platz 1, zack, zack. Hier machen wir das, ist besser. Und dann sexy Caveman-Duel mit Nacho. Dafür müssen wir dann halt nach oben. So, da haben wir's. Machen wir mal eine tanzende Begrüßung hier.
Danach machen wir wütender Kommentar. Ratschlag. Mir ist wieder nichts dabei. Machen wir das, was am meisten bringt. Zack. Was? Hä, war das nicht? Ah nee, das war das falsche Symbol. Warum? Das sah gerade noch richtig aus. Irgendwie habe ich kurz Brain AFK gehabt. Ich weiß nicht warum. Das ist das, was am meisten einzeln schon bringt. Singender Kommentar. Oh, das war wieder Fail, aber das gibt doppelt. Hätte ich vielleicht Guru-Vorschlag nehmen sollen oder so. Aber dann hätte ich jetzt keine Punkte mehr. Von daher passt es schon irgendwie so. Jetzt kann ich Guru-Vorschlag schon gar nicht mehr nehmen, ihr seht das. Und jetzt kann ich auch nicht das nehmen, was eigentlich am meisten bringt. Deswegen nehmen wir die urhebergeschützte Musik und zahlen es dann. Aber gibt es halt 7 auf den Sound nochmal. So, zack. Zack. Dann nach unten. Es gibt kein gutes, wo es nochmal... Ach komm, das nehmen wir schon raus. Das passt schon gar nicht eigentlich. Das kommt auf jeden Fall ans Ende. Hier haben wir noch was. Haben wir noch irgendwas, wo 2 oben sind am Ende? Das hier. Zack. Das hier. Komm, wir machen einfach mal ziemlich wir das Ganze. Damit wir möglichst viele Punkte abgreifen. Auch wenn der Inhalt jetzt wahrscheinlich nicht so cool ist. Aber passt schon. Das Interesse ist direkt weg. Nacho nimmt mit auf, schon alles kacke. Und ich habe ein Level-Up. Was bekommt man da? Maximale Glühlampen und Idee. Ich will doch nur mal wieder was Neues für den PC. Bekommt man da nichts Neues mehr? Wisst ihr das? Ist das das maximale Setting, was ich habe? Oder kommt da noch irgendwas? Oder keine Ahnung. Wie kann ich dem Netzwerk beitreten? Ist auch so eine Frage, die ich habe. Kann man hier irgendwo Netzwerk beitreten? Da nicht. Da auch nicht. Was kann man hier noch so machen? Sternchen. Gast da. Hier scheinbar nix. Karten, ist auch nichts mit Netzwerk. Ich weiß nicht, wo das ist, also. Wie tritt man einem Netzwerk bei? Info vielleicht? Aufrüsten? Nee, aufrüsten nicht, keine Ahnung. So, der nimmt ein Einzelprojekt auf diesmal. Gameplay, oder? Na komm, nehmen wir hiervon das Gameplay auf. An Arbeitsplatz 2. Da hat er genau dasselbe wie hier auch. Mono-Ausgabe. Ciao, Kakao. Der hockt hier immer noch und hat keinen Plan von nichts. Ich gehe einkaufen. Oh, jetzt muss ich die Freundin da wieder wegschicken. Kann man hier vielleicht dem Netzwerk beitreten? Hier kann man dem Netzwerk beitreten. Ich hätte schon voll früh in ein Netzwerk gehen können, so wie es aussieht. Aber hier trete ich dem Netzwerk bei. Und dann sind wir quasi im Netzwerk drin. Hier sind auch viele, viele andere Mitglieder. Auch ein paar unter 1 Million Abos. Endlich war ich Mitglied des Nummer 1 Netzwerkes. Meine nächste Herausforderung war es, der beste YouTuber der Welt zu werden. Mit der Unterstützung des Netzwerkes und meinen Mitarbeitern war der Erfolg die einzige Option. Aber damit ich es wirklich schaffen konnte, brauchte ich mehr Leute in meinem Team. Okay. Das regeln wir gleich mit den mehr Leuten im Team. Jetzt regeln wir erstmal, dass wir ein neues Spiel bekommen hier. Zack. Zack. Dann gehen wir runter. Und ziehen eiskalt um, meine Freunde. Anforderungen gibt's nicht. Wird zwar sehr, sehr teuer, aber wenn wir 3 Videos schaffen,
Außerdem hat Nacho dann vielleicht sich eingefangen, nicht Nacho, der andere sich eingefangen. Zachary hieß er, glaube ich, mein anderer Mitarbeiter, und rastet nicht mehr so komplett aus. Außerdem wollte ich schon immer mal umziehen. Alter, was ist das für eine Villa? Steht hier unten auf, was für eine Villa, Errungenschaft freigeschaltet. Ich war endlich Teil des besten Netzwerkes. Natürlich war es eine große Hilfe, um berühmt und die Nummer 1 der YouTuber im YouTube-Ranking zu werden. Ich musste diesem Netzwerk bleiben und alle Bedingungen erfüllen. Hier ist das neue Spiel. Hier steht noch kein PC. Stellen wir mal eins schnell hin. Hier ist ein Schlafzimmer. Wo steht ein... Neues Gaming-Video. Machen wir es einfach so. Dann gucken wir. Gameplay. Video starten. Arbeitsplatz 1 ist hier, okay. Hier also ist Arbeitsplatz 1. Das ist oben so. Lade das Spiel. Gucken wir gleich, was oben ist. Begrüßung mit Nachahmung. Philosophischer Kommentar. Geht direkt ab hier, oder was? Guru-Vorschlag. Geht wirklich direkt ab hier. Ich habe jetzt schon keine Punkte mehr. Hey, langer Kommentar. Das gibt's gerade nicht. Die hämmern hier einen nach dem anderen raus. Nehmen wir mal ein bisschen die Luft raus hier. Damit wir ein paar Punkte übrig behalten. Ah, hier. Ist so gut wie vorbei mit den Punkten. Also... Ich weiß echt nicht, was ich hier noch machen soll. Ich habe Glück, dass hier jetzt nur ein Zweier kommt. Hier dafür wieder ein Vierer. Und wenn jetzt kein Zweier kommt, gar keins dabei ist, ist es schon vorbei. Ist auch keins dabei. So, dann schneiden wir das Ganze mal. Zack. 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 Ist eigentlich egal wie rum, weil das bringt beides wenig. So. Interesse ist noch nicht so da, aber Inhalt über 5000, meine Freunde. Das ist ein neuer Rekord. Recordbreaker hier am Stissel. Er ist nicht da. Was macht er? Er kann immer noch nichts machen. Ich weiß nicht, wie verbuggt er gerade ist. Aber ich muss ihn, glaube ich, mal feuern. Geht leider nicht anders. Er ist zum Hater geworden. Da muss ich ihn einladen und besser machen. Zeige das Ergebnis, macht er. Ja, ganz in Ordnung. Geht natürlich immer besser. Ich wollte eigentlich... Egal, ich lade Nacho mal ein. Zachary meine, Entschuldigung. Geht gar nichts mit ihm, oder was? Geht gar nichts mit ihm, okay, lächerlich. Wo haben wir denn hier noch relativ gute... Nehmen wir mal irgendwen. Christina hier. Chatten wir ein bisschen. Fertig. Er geht das nächste Video aufnehmen. Zack. Gameplay. Natürlich macht er das, meine Freunde, an Arbeitsplatz 2. Ich will ja nicht, dass er hier mir irgendwas wegnimmt. Wo sitzen wir überhaupt? An Arbeitsplatz 3 oder was? Den dürfen wir gleich erstmal schön aufrüsten. Nice, ich kann mich Bekannte mit der nennen. Wer war denn das jetzt? So, chatten wir nochmal ein bisschen. Die Frau ist natürlich ein bisschen eifersüchtig wahrscheinlich. Aber passt schon. Wir haben insgesamt 3.889 zu zahlen. Das ist schon eine gute Summe, die wir da blechen müssen. Wie viele PCs hier auch rumstehen, ne?
Nacho begibt sich ans Video noch, oder was? Ah, hier oben ist Arbeitsplatz 2. Schauen wir mal, was der Chat hier noch bringt. Dass wir wenigstens noch mit der befreundet sind. Das Video hat über 1100 Euro bekommen. Dollar, Entschuldigung. Über 1200 schon. Eieiei, wenn mein Video in echt so viel bekommen würde, das wäre sehr, sehr nice, aber wird wahrscheinlich nie passieren. Von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!